Eine Bande hat ca. 1 Milliarde US-Dollar gestohlen von über 100 verschiedenen Finanzinstituten. Und das gerade mal innerhalb von 2 Jahren. In diesem Video erkläre ich dir, wie die Gang namens Cabernuck vorgegangen ist. Es ging los mit einer harmlosen E-Mail an einen Bankangestellten. Angeblich von einem Kunden, in echt aber von einem Hacker. In dieser E-Mail befand sich ein Word-Dokument, welches der Mitarbeiter auch gleich öffnete. In Word-Dokumenten gibt es die Möglichkeit, sogenannte Makros hinzuzufügen. Und damit hast du dann die Möglichkeit, beliebige Skripte auf einem Computer auszuführen. Wenn du also ein Word-Dokument aus dem Internet öffnest, dann solltest du unbedingt den Absender verifizieren. Und wenn du es öffnest, dann wird auch immer gefragt, ob du dann auch die Bearbeitung aktivieren möchtest. Das solltest du nur in Ausnahmefällen machen. Die Hacker sind so dann auf den Computer gekommen und damit ging Phase 2 los. Denn bis jetzt waren die Hacker ja nur bei einem harmlosen Bankangestellten. So viel sind jetzt die Daten von dem Computer auch nicht wert. Was die Hacker allerdings gemacht haben, ist jetzt ganz viel Software im Hintergrund zu starten, wodurch der Computer extrem langsam wurde. Der Bankangestellte hat daraufhin natürlich den IT-Support von der Bank gerufen. Der kam und gab ein Masterpasswort ein, um auf alles zugreifen zu können. Und dieses Masterpasswort wurde von den Hackern durch einen Keylogger mitgetrackt. Somit hatten die Hacker jetzt nicht mehr nur Zugriff auf den einen Computer, sondern auf alle Computer aus der Bank. Und jetzt haben sie sich erstmal zurückgelehnt, haben gelernt, wie alles funktioniert, haben herausgefunden, wie Transaktionen stattfinden können, ohne dass irgendjemand das überprüft, haben alles bis ins kleinste Detail über lange, lange Zeit verstanden. Und als sie es dann verstanden hatten, haben sie möglichst viel Geld abgezwackt. Und das haben sie bei ganz vielen Finanzinstituten immer und immer wieder getan und haben so geschafft, ca. 1 Milliarde US-Dollar zu erbeuten. Was lernen wir daraus? Anhänge aus E-Mails, die du empfängst, möglichst nicht herunterladen. Im Webbrowser kannst du die problemlos öffnen. Und wenn das nicht geht, dann wäre ich eh ganz besonders vorsichtig. Was würdest du mit 1 Milliarde US-Dollar machen? Schreib's gerne in die Kommentare.